Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Device Dynamics, ein Kompressor und ein Expander. Was das genau ist und wie ihr das benutzen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir los. So, da ist das gute Stück hier. Und zwar ist das, wie gesagt, ein Kompressor und ein Expander in einem plus noch einer Sidechain. Ich gehe jetzt einfach mal ganz grob über das Gerät hinweg. Das ist ein Ausschaltknopf, der Knopf für die Presets. Hier kann ich den Namen auch ändern. Dann kann ich hier die Fernsteuerung ein- und ausklappen oder aus- und einklappen. Die Modulatoren, aus- und einklappen. Dann habe ich hier den Bereich für den Kompressor oder den Expander, wo ich Grenzwerte einstellen kann, Ratios und so weiter. Hier unten habe ich einen Bereich für eine Sidechain, die ich hier reinrouten kann. Und auf der rechten Seite ist der ganze Anzeigebereich, der Meterbereich. Meterbereich, nicht Meterbereich. So, das ist das Device. Und wie gesagt, das Device ist eben Kompressor und Expander. Das heißt, ich kann mit dem Kompressor Dynamik, also Lautstärkenunterschiede von leisesten auf lauten Ton verringern, sodass alles ähnlicher laut wird, dass leise Töne eben lauter und laute leise werden. Oder den Expander-Modus, sodass ich laute Töne noch lauter machen kann und leise Töne noch leiser, sodass ich eine wesentlich größere Dynamik haben, wesentlich größere Dynamikspanne habe. So, und das Ganze mache ich in diesem Bereich. Ich habe hier so ein kleines Stückchen vorbereitet und lasse jetzt gerade mal hier nur diesen Bereich, den ich betrachten will, mal spielen. Hört euch das mal an. So, das heißt, da ist eine ganze Menge laut und leise und das ist jetzt etwas, was ich in dem Moment nicht unbedingt haben will. Deshalb will ich den großen Unterschied zwischen laut und leise einfach geringer machen. Dazu nehme ich den Kompressor von dieses Dynamics und da muss ich jetzt nicht irgendwie was umschalten, sondern ich mache das hier einfach mit den Ratio-Knöpfen hier. Und zwar habe ich ja hier einen Bereich für den Low Threshold, also für den unteren Grenzwert, den ich setzen kann, ab wann der Kompressor arbeiten soll. Das heißt, wenn ich den unteren Grenzwert setze und ein Ton ist leiser als dieser Grenzwert, fängt der Kompressor an zu arbeiten. Und bei dem High Threshold, bei dem oberen Grenzwert, genau das Gleiche. Das heißt, wenn der Ton über diesen Grenzwert geht, fängt der Kompressor an zu arbeiten. Und ganz kurz noch, was diese Ratio bedeutet. Wenn ich hier jetzt diesen Threshold, der hier auch mit diesem blauen Balken symbolisiert wird, kann ich hier unten drehen. Wenn jetzt bei diesem Threshold ein Ratio von 1 zu 10 eingestellt ist, weil es schön einfach zu rechnen ist. Sagen wir mal, es wäre 1 zu 10. Und ich habe jetzt ein Signal, es geht 20 Dezibel drüber, über meinen Grenzwert. Dann wird dieses Signal, was drüber geht, also diese 20 Dezibel, bei einem Ratio von 1 zu 10, werden die 20 Dezibel durch 10 geteilt. Das heißt, das, was der Kompressor noch durchlässt, sind 2 Dezibel. Ganz grob gesagt, weil da spielen noch so ein paar andere Kriterien eine Rolle, aber das ist so dieses theoretische Beispiel. Bei einem Ratio ist 1 zu 10, 20 Dezibel drüber, das heißt, die 20 werden durch 10 geteilt und es kommen dann nur noch 2 Dezibel oben raus. So, das heißt, bei dem Signal, was ich da habe, habe ich ja viele leise Töne, die ich gerne lauter machen will, könnte natürlich auch die Lauten leiser machen, aber dann muss ich das Gesamtsignal nachher wieder aufdrehen. Und wenn ich den jetzt laufen lasse und mein Ratio quasi hier hochdrehe, seht ihr schön, wie diese Kurve mit den leisen Tönen, die nach oben schiebt,
quasi. Das heißt, die Lautstärke wird hier angehoben und je weiter ich Richtung dem unteren Grenzwert hier komme, desto weniger werden die Töne angehoben. Zu dem Threshold ist noch schön, also man sieht das ja hier an dem Regler an sich. Dann kann ich mir auch diesen blauen Balken greifen, das geht auch bei dem High Threshold. Und ich sehe es hier drüben an dem Meter hier nochmal. Da kann ich das auch nochmal greifen und verändern, wo ich dann einfach sagen kann, hier oberer Threshold, hier unterer Threshold. Und das hier dazwischen soll dann die Dynamik sein, die ich erreichen möchte. Oder ungefähr die Dynamik sein. Dann vielleicht noch schnell Peak RMS und Attack und Release. Peak ist im Prinzip das instantane Signal. Also das heißt, es wird versucht, sofort zu reagieren. Wenn ein hoher Peak da ist, wird versucht der Kompressor oder der Expander sofort zu reagieren. Bei dem RMS heißt Root Mean Square, das ist ein Durchschnittswert des Lautstärkepegels an sich, nicht der aktuell momentane, sondern es geht über einen bestimmten Bereich. Fragt mich nicht, was für eine Zeit das ist, könnt ihr vielleicht in die Kommentare reinschreiben, würde mich auch mal interessieren. Da wird dieser Durchschnittswert genommen und anhand dessen wird reagiert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Peak hätte von, was haben wir hier, ich hätte jetzt hier oben ist ja 0 und ich hätte jetzt einen Peak, der geht jetzt, sagen wir mal, hier auf minus 5 hoch und der Durchschnittswert wäre auf. Da, wo jetzt hier die Obergrenze zum Beispiel ist, also ich habe jetzt hier minus 5 und hier wäre der Durchschnittswert und ich hätte jetzt hier auf RMS geschalten, würde der Peak gar nicht so ins Gewicht fallen, weil der Durchschnittswert ja im Durchschnitt nur etwas angehoben wäre durch den Peak und entsprechend der Kompressor dann nicht so stark komprimieren würde. Das heißt, so ein bisschen behäbigerer Kompressor oder Expander. So. Und bei Attack ist einfach. Wie gesagt, die Geschwindigkeit, wie schnell der Kompressor reagieren soll, wenn ein Signal reinkommt. Ich habe den auf langsam gestellt, auf 5 Millisekunden oder auf 300 Millisekunden. Dann wartet er eben bei einem starken Signal. Okay, Signal kommt, 300 Millisekunden warten. Jetzt gehe ich hoch, falls der noch da oben ist. Wenn nicht, gehe ich halt nicht hoch. Und bei dem Release ist es einfach so, wenn der Kompressor losläuft. Dann kann man eine Zeit einstellen, in welcher Zeit er wieder auf den Normalpegel runtergeht, wenn nicht in der Zwischenzeit wieder ein neuer Peak kommt. Und mit dem Output, klar, da kann ich jetzt dann einfach nochmals das Signal abschwächen oder verstärken. So, jetzt gehe ich aber hier auf meinen Clip, wie versprochen, und lasse den mal laufen und mache das mal alles wieder auf Default, auf Standard und drehe jetzt einfach mal rum und will die leisen Töne lauter machen und achte dann quasi auf die Lautstärkenanzeige. Das ist so ein weißer Punkt, der hier hoch und runter springt. So, ich gebe mir meinem unteren Threshold mal ungefähr hierhin. Und das Ratio drehe ich jetzt einfach mal. Vielleicht noch zu dem Knee ganz kurz. Das Knee ist Knie. Das Knee ist Knie. Und wenn ich das auf 0 dB stelle, dann habe ich hier wirklich so eine spitze Ecke. Ich mache das hier mal extrem. Dann habe ich hier so eine spitze Ecke. Und habe dann die Eigenschaft, dass der Kompressor in dem Bereich quasi nicht aktiv ist, aber sobald er hier reinkommt, dreht der voll auf mit dem, was ich auch immer eingestellt habe. Sagen wir mal, ich hätte jetzt hier 1 zu 40 eingestellt oder so. So, und dann hätte ich hier 1 zu 40 eingestellt und dann geht der hier 1 zu 40 hin. Wenn ich jetzt aber das Knee hier hochdrehe, dann seht ihr schon, wie das Ding sich abrundet. Ja, und dann wird der Kompressor, dann wird das Ganze so ein bisschen softer eingestellt. Dann knallt ja nicht auf mal ein, sondern kommt dann so langsam rein. Ich nehme jetzt aber einfach mal die Radikalvariante. Geht hier nicht um Schönheit, sondern um Demonstration.
So, und jetzt lasse ich das nochmal laufen hier. Wackelt es viel mehr hin und her. Ich mach's mal noch extremer. Schieb das mal hier hoch. Merkt ihr schon, das ist viel, viel, viel gleichmäßiger. Wenn ich das jetzt zusammen im Mix abspiele und erstmal so spiele und dann den Dynamics einschalte, also das ist sehr extrem, aber es geht ja darum, das zu hören, was da passiert. Und das Gleiche könnte ich halt einfach machen, wenn ich so einen ganz geringen Dynamikanteil hätte mit einem Expander. Dann gehe ich zu den Ratio-Reglern und drehe die in die andere Richtung quasi. Dann habe ich nicht mehr ein 1 zu x, sondern ich habe dann ein x zu 1. Das heißt, an der Stelle bei dem unteren Grenzwert, bei dem Low-Threshold, werden dann die leisen Töne noch leiser machen. Ich kann das ja gerade mal machen. Gehen wir mal hier hin. So, ups. Eins. Nee, so nicht. So. Auch schön, wie die Release-Zeit anhand von der Kurve, wie behäbiger der wird, dann gleichmäßig, oder ich drehe die mal ganz hoch und tut sich da nicht mehr wahnsinnig viel. Und so kann man mit einem Kompressor und einem Expander eben ein einheitlicheres oder ein diversifizierteres Klangbild schaffen. Und den Sidechain hier unten, kann man jetzt ja auch nochmal kurz reintun. Da nehme ich ein anderes Signal von der Kick hier rein und moduliere quasi dann oder manipuliere das Signal quasi anhand von der Kick. Und das kann ich, dadurch, dass es ein Kompressor und Expander ist, in beide Richtungen machen. Wenn ich jetzt hier die Kick spielen lasse, also die Kick mit reinnehme, könnte ich jetzt hier nochmal verstärken vom Signal. Das sehe ich dann hier an dem weißen Punkt. Kann ich bis nach ganz oben jagen hier oder eben relativ weit unten halten. Gucken wir, dass wir den irgendwo in der hier haben.
packe ich den hier hin und verstärke das jetzt jedes Mal, wenn die Kick schlägt. Und genau das kann nämlich dann auch passieren. Bis hin zu gar nichts mehr. Ja, da kann man schön mit rumexperimentieren und sehr interessante Sachen machen. Ja, ich hoffe, das hat etwas Licht in den Dynamics gebracht. Ist ein tolles Gerät. Wird irgendwie selten eingesetzt. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall kann das halt eine ganze Menge mehr als so ein normaler Kompressor, weil es eben auch ein Expander ist. Zusätzlich noch mit einer Sidechain. Man könnte jetzt hier auch noch zusätzlich eine Audio-Sidechain nochmal reintun. Aber ansonsten, wenn man mal so verstanden hat mit diesen Ratio, Knee und Thresholds, was dieses Display macht, ist, glaube ich, erstmal kein Wunsch mehr offen. Und man kann dann so richtig seinen Sound zerformen. Okay, das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht. Wenn du es mochtest, dann lass einen Daumen da, lass einen Daumen los, abonniere den Kanal, kommentiere gerne. Wie gesagt, wenn jemand weiß, wie lang RMS ist, würde mich einfach auch mal interessieren. Und generell freue ich mich dann sowieso über Kommentare, wenn sich Leute melden, Fragen haben oder vielleicht auch Vorschläge für bestimmte Dinge. Nehmt euch 3 Minuten Zeit, nee, noch nicht mal 5 Sekunden Zeit und schreibt was. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.